Wir haben Paragons! Godly! Es gibt Godly-Upgrades! Wir haben Paragon-Upgrade! Wir gehen heute nochmal rein in den Ancient Monkey Mod. Und zwar gab es da ein dickes Update. Und es kamen 8 neue Waffen hinzu. 5 neue Rare-Waffen. Also 8 neue Common-Waffen, ne? 5 neue Rare-Waffen. 7 Epic-Waffen. Und 3 legendäre Waffen. Außerdem wurde Monkey Boost ein bisschen genervt. Und mit dem Update davor kamen auch noch andere Sachen. Und zwar wurden die Stronger Weapons gereworked. Es kamen nochmal 3 neue Exotic-Karten dazu und der Sell Price wurde auch verändert und es gab eine Menge an Bugfixes. Also ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Der Mod, der kam ja die letzten Tage sehr, sehr gut an, deswegen stelle ich den heute nochmal vor. Jedes Mal, wenn ihr irgendwie einen Mod oder so feiert, dann stelle ich den natürlich öfter vor, weil wenn der Mod gerade guten Content bietet und dieser Mod, der ist ja so wie der Roguelike Mod, der bietet ja wirklich guten Content, dann geht man da auf jeden Fall rein. Was kann ich hier als Upgrade machen? Oh, Upgrade to Advanced Ancient Monkey. Unlock a new rarity. Increase new weapon slots by 1. Increase stronger weapon slots by 1. Okay, wir können den Affen jetzt auch noch so verbessern und das kostet 75.000. Ja, okay, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr teuer. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und gucken einfach mal, was wir so kriegen. Ich werde, denke, Ben platzieren, so hinter dem Haus hier, dass der ein bisschen Geld macht. Und als erstes würde ich sagen, gehen wir auf eine neue Waffe. Und zwar, oh, es gibt jetzt auch Helden, okay. Dann gehen wir auf Churchill. Der, unser Ancient Monkey sitzt jetzt einfach in einem Panzer. Hä, wie geil ist das denn? Der sitzt einfach in einem Panzer drin. Man sieht hier noch seinen Schwanz. Der passt irgendwie nicht in den Panzer rein. Und seinen Fuß ab und zu. Oder ist das sein Arm? Ich glaube, das ist sein Arm. Ja, okay, dann würde ich sagen, gehen wir auf eine extra Waffe noch. Und zwar auf Isili. Und dann gehe ich noch auf Stronger Weapons. Und jetzt können wir uns hier was aussuchen. Und ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall auf Money Boost, oder? Ja, wir gehen auf Money Boost. Wir wollen nämlich mehr Geld machen. Mehr Geld ist immer wichtig. Ich gehe auch direkt nochmal rein. Wir brauchen nochmal ein bisschen mehr Geld. Und mehr Geld gibt es wieder in der Mitte. Deswegen nochmal auf die Mitte drauf. Jetzt würde ich sagen, warten wir erstmal ein bisschen. Ich probiere das Ganze ohne Farm zu machen. Und zwar nur mit Bände. Und wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen, würde ich sagen. Neue Fähigkeit brauchen wir erstmal nicht, würde ich sagen. Wir gehen erstmal hier nochmal, wenn wir jetzt genug Geld haben, auf stärkere Waffen. Und wir wollen wieder einen Money Boost. Okay, der Money Boost und der Money Boost hier ist komplett gleich. Hier ist kein Unterschied. Dann nehme ich den mittleren. Und jetzt kostet die nächste Waffe schon 2100. Deswegen würde ich sagen, gehen wir erstmal auf eine komplett neue Waffe und machen nicht die Waffen stärker, die wir haben. Okay, neue Waffe. Wir könnten einen Sniper nehmen. Ist jetzt aber nicht so geil. Oder wir gehen auf Isili. Haben wir aber auch schon. Deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall Adora. Das heißt, wir müssten jetzt einen Adora-Attack haben, oder? Ja. Guckt euch das an, so einen ganz leichten Adora-Attack. Ab und zu sieht man's, dann sieht man so dieses eine Ding von Adora rumschweben. Jetzt sieht man's besser hier. Okay, sehr, sehr geil auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir kaufen nochmal stärkere Waffe als nächstes. Oder nochmal ein, ja okay, nochmal eine neue Waffe. Churchill haben wir schon, Soda. Wir gehen auf Soda. Das heißt, jedes Mal, wenn jetzt die Bloons bei uns in der Nähe sind, fangen wir an, mit Soda-Schwertern zu attacken, oder? Ich lasse es mal langsamer. Wir brauchen mal eine schwere Runde. Ich sehe es bisher noch nicht, weil wir kommen wirklich nicht dazu, weil wir so stark sind. Ich habe noch nicht einmal das Schwert gesehen. Was ist, wenn ich den auf letzter stelle? Vielleicht dann. Nee, wir sind immer noch zu stark. Wobei, ich glaube doch, da sieht man ab und zu einen Schwerthit. Ist aber sehr schwer zu sehen. Wir gehen mal wieder auf Stronger Weapons und wir brauchen wieder Money Boost. Okay, hier gibt es nirgendwo Money Boost. Dann würde ich auf Attack Speed gehen. Und zwar, ja, Attack Speed ist auch alles gleich. Range Boost. Ja, okay, dann lass uns höhere Reichweite holen. Dann gehen wir hier auf höhere Reichweite. Nochmal auf Stronger Weapons. Oh, wir haben eine Rare und eine Epic. Okay, wir haben einmal Money Boost beim ersten, aber das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen die Rare oder die Epic. Die Rare macht einen 4er Damage Boost und die Epic macht einen 7er Damage Boost, einen Range Boost. Okay, wir gehen auf jeden Fall auf Rare. Das ist ja komplett krass. Oh, guck mal unsere Reichweite, wie viel größer das geworden ist. Okay, das ist sehr gut. Dann als nächstes, 75.000 kostet das, ne? Ja, okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal noch weiter auf Weapons, weil wir brauchen irgendwie Money Boost, so viel wie es geht. Aber hat wieder nichts Money Boost, deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach hier auf Rare. Schnelleres Attack Speed und ein bisschen höhere Range ist in Ordnung. Jetzt attacken wir sogar hier unten, was sehr, sehr gut ist auf jeden Fall. Und gegen Unsichtbar haben wir auch schon was und gegen Blei haben wir ja Adora-Attacke. Das heißt, eigentlich können wir jetzt auch erstmal chillen und ein bisschen Geld sparen. Wieder, ich würde sagen, wir packen wirklich all unser Geld in Stronger Weapons, damit wir wirklich richtig, richtig viel Geld mit dem Money Boost machen. Wieder
wieder kein Money Boost. Doch, rechts ist ein Money Boost. Ich gehe immer auf den Money Boost. Sobald wir Money Boost haben, gehe ich drauf, auch wenn es nur Common ist. Weil im Endeffekt, umso mehr Geld wir machen, umso öfter können wir upgraden, umso schneller haben wir hier das Upgrade und umso schneller kriegen wir einfach Geld und können mehr Upgrades kaufen und mehr Upgrades gleich mehr Schaden. Deswegen immer auf Geld gehen. Ist hier ein Money Boost bei? Nein. Dann hätte ich gerne mal einen Pierce Boost und zwar der erste hat einen Pierce Boost hier, Pierce bei 1 erhöht. Okay. Ich mache das Ganze halt jetzt mit Double Cash. Ich könnte das Ganze auch mal ohne Double Cash machen und wir könnten einfach mal gucken, wie krass unser Affe da wird und wie weit wir da wirklich kommen. Ich glaube, das mache ich mal so als Challenge-Video ohne Double Cash. Okay, Money Boost mal 2 bei einem Epic. Da vorne kam der BRD, den haben wir gut kaputt gemacht. Und ich würde sagen, das nehmen wir. 4er Pierce Boost, 5er Damage Boost. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. So, wir sind mittlerweile in Runde 60 durch. Und wir haben mittlerweile fast 16.000 kostet das nächste Upgrade bei Weapons. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal auf neuere Waffen. Ich meine, vom Schaden her sind wir alles komplett am Nuken, ne? Wir sind jetzt gleich in Runde 63. Wir sind wirklich alles absolut am Zerstören. Deswegen, wir können jetzt hier mal auf Quincy gehen. Wir können hier auf Oben gehen. Wir können also richtig viele neue Waffen holen. Double Shot holen wir uns auch. Cluster Bomb oder Etienne. Ich glaube, da holen wir uns Etienne. Das heißt, wir haben hier noch die Drohne. Und guck mal die Range bitte an, die wir gerade haben. Also wir haben fast globale Range. Sorda haben wir schon. Oben haben wir schon. Dann nehme ich den Boomerang. Drachenatem auf jeden Fall. Big. Hotshots auch. Muss auch genommen werden. Ist klar. Churchill. Können wir Doppel Churchill? Was passiert, wenn ich nochmal Churchill nehme? Attackt er dann zweimal? Ich weiß es gar nicht. Aber ich nehme einfach mal Doppel Churchill. So, wir sind mittlerweile in Runde 65. Ich würde sagen, ich lasse das Ganze jetzt erstmal weiterlaufen bis Runde 80, ohne irgendein Upgrade zu holen, weil dann ist das auch mit Double Cash ein bisschen fairer, dass wir nicht so viel Geld reinknallen. Beziehungsweise, ich probiere auf 75.000 zu sparen, Leute. Ich probiere auf 75.000 zu sparen. Ich werde kein Upgrade mehr holen, ich werde einfach nur noch sparen. Wir sind jetzt in Runde 80 gegen den ersten ZOMG und wir haben auch genug Geld für das Upgrade. Ich kaufe das jetzt. Wir upgraden jetzt. Dadurch kriegen wir einen neuen Rarity-Slot irgendwie. Wir kriegen New Weapon-Slots bei 1. Wir kriegen höhere oder stärkere Waffen, neue, bessere Fähigkeiten, mehr Luck. Wir werden alle Common Options removen, was sehr gut ist. Das heißt, wir kriegen nur noch Rare oder besser. Dann alle stärkten Waffen und neuen Waffen kosten weniger. Neue Fähigkeiten kosten weniger. Der Base Monkey ist stronger und alles wird geresettet. Okay. Oh, okay. Wir sind jetzt wieder komplett full reset. Oh mein Gott. Okay, Greater Production. Adora. Wall of Fire. Druid of the Jungle. Laser. Churchill, Crossbow, Stronger Weapons, Epic. Ich nehme einfach das erste. Ich muss jetzt ein paar Sachen nehmen, damit wir nicht sterben. Ah, das wird so knapp. Ich habe kein Geld mehr. Er muss es irgendwie hinkriegen. Aber unser Affe hat übelstes krasse Upgrade bekommen. Guck mal mit dem Laser und so, wie er jetzt alles kaputt macht. Okay, und es wurde alles gefull resettet. Stärkere Waffen. Wo ist der dickste Money Boost? Hier, wir gehen immer auf Money Boost, sobald wir können. Wir brauchen Geld. Wir brauchen jetzt richtig, richtig viel Geld. Okay, die Runden könnten ab jetzt sehr, sehr hart werden. Wir gehen weiter auf Waffen. Oh, legendär, legendär. Okay, okay, 1,4-fach Money, 1,4-fach. Hier nochmal 1,2-fach. Okay, das ist richtig nice. Das ist über nice. Alles hier ist alles 1. 7er Damage Boost oder 8er Pierce. Wir gehen auf 7er Damage Boost, ist klar. Und danach würde ich auf Stronger Weapons nochmal gehen, um nochmal irgendwie... Wir müssen jetzt hier wirklich Geld ohne Ende machen. Stronger Weapons, Money Boost. Okay, wir holen uns mal einen Affenfarmer, der die Bananen einsammelt, die der Ancient Monkey die ganze Zeit rauswirft. Und ich würde sagen... Ja, wir spammen weiter Upgrades. Wir spammen weiter Upgrades. Hier, ich gehe auf Money Boost. Wir wollen wirklich Full Money Boost gehen. Full, full, full. Ah, okay. Hier gehe ich definitiv auf das legendäre Upgrade. 12er Pierce. Einfach nur 12er Pierce mehr. Okay, 12er Pierce ist heftig. Okay, Exotik. Exotik. Wir haben einen Exotik. 12 Damage Boost. 14er Pierce Boost. Oh mein Gott. Und 1,3er Money Boost. Vergleich das mal. Der hat hier überall 5 oder 6 Werte höher als der rechts daneben. Der ist legendär. Okay, der Exotic Boost, der ist es. Der müsste uns jetzt wirklich ultra stark machen. Okay, wir gehen mal weiter auf neue Waffen, hätte ich jetzt gesagt. Als erstes Bananenplantage. Ist klar, gehen wir nochmal drauf, damit wir mehr Geld machen. Ja, Bloom Trap auch. Einfach für Geld. Nochmal Bloom Trap. Können wir die öfter stacken? Ich weiß es gar nicht. Okay, Psy. Wir haben kein Karamulett. Glaivelord. Der hat kein Karamulett. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, wie mache ich das jetzt? Ich muss die Runde saven. Mit der Karmo Trap, oder? Karmo Trap? Ich bin tot. Nein. Nein, MLB. Oh mein Gott, ich habe als Fähigkeit gerade MLB bekommen. Habt ihr das gesehen, wie random das war? Oh mein Gott, ich habe wirklich einfach MLB bekommen. So full random. Wirklich full, full random.
Oh mein Gott, das war so klatsch. Das war in der letzten Sekunde. Okay, das ist übernice. Okay, wir gehen auf Monkeynomics weiter. Wir spammen jetzt Fähigkeiten. First Strike wollen wir auch haben. Snowstorm Ability ist auch big. Mob Eliminator ist nicht so geil. Tech Terror, Overclock. Und Tech Board nochmal komplett neu. Okay, so, jetzt spammt er auch noch die Fähigkeiten. Wir gehen weiter auf Stronger Weapons. Und zwar legendär hier, 1,4er Money Boost, gar keine Frage. Dann gehen wir auf Epic, weil es halt einfach das die einzige Epic-Option war. 1,3er Money Boost, ist klar. Hier würde ich, ja, auch auf Money Boost gehen. Einfach immer auf den Money Boost. Zu wichtig. Exotic mit 1,3er Money Boost. So, wir haben 100.000 gespart. Wir gehen wieder in die Waffen rein. Kein Money Boost. Wir gehen legendär. Money Boost 1,3. Exotic. Wir gehen auf jeden Fall auf Exotic. Exotic ist zu stark. Kann man nicht skippen. Okay, ich würde sagen, wir gehen noch bis auf 100.000 Punkte. Werde ich jetzt weiter in die Waffen reinskillen. Das kostet jetzt schon 57.000. Danach gehen wir nur noch auf neue Waffen, bis wir sterben. Nochmal Money Boost. Und ich glaube, wir können noch ein Upgrade machen. Es ist nochmal Money Boost. Und nee, eins können wir noch. Jetzt kommt das letzte. Die letzte stärkste Waffe. Ja, ist egal, was wir da nehmen. Damage Boost. Okay, wir gehen jetzt auf die Waffen. Adora. Dann als nächstes, ja, nochmal Greater Production für mehr Geld. More Blue. Blue Liquifier. Hier, Ring of Fire nehmen wir auch. Nochmal Greater Production. Wir machen jetzt richtig Stonks. Guck mal, wie viel Geld der. Der hat schon 1 Million gemacht? What? Wir machen ja übertrieben viel Geld. Ultra Juggernaut oder Avatar. Oh mein Gott, okay. Ich glaube, ich gehe auf Avatar. Ja, ich gehe auf Avatar. Und dann auf Ultra Juggernaut. Heart of Thunder haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Super Brittle oder Sentry Champion? Super Brittle. Inferno Ring, auf jeden Fall. Ray of Doom. Wow, okay, wir haben. Es sieht auch komplett anders aus jetzt. Come on, irgendwas Geiles noch. Okay, Sub Commander oder Sun Avatar? Ich glaube, Sun Avatar ist geiler. Wir gehen auf den Sun Avatar. Dann auf Super Brittle hatten wir noch nicht. Oder habe ich das eben genommen? Ich nehme jetzt nochmal Super Brittle. Legend of the Night. Gar keine Frage. Okay, wir haben fast kein Geld mehr. Wir gehen noch, ich würde sagen, wir kaufen noch eine Fähigkeit. Und dann würde ich sagen, Legend of the Night nochmal. Okay, wir haben jetzt alle Fähigkeiten. So sieht unser, ja, geisteskranker Monkey aus. Kann ich den locken, dass der, ja, ich lock den mal, wenn es geht. So sieht unser Monkey aus. Und ich würde sagen, wir skippen einfach mal ein paar Runden, weil der ist alles am One-Shotten. Also, wir gehen mal auf Runde 166. Wie viel Damage machen wir gegen BADs? In 166. Vom Schaden her ist das schon sehr nice. Also ihr müsst bedenken, ja, das geht direkt am Anfang kaputt. Das ist schon sehr, sehr nice. Okay, ich glaube, wir können. Ich probiere 180. Wenn wir 180 schaffen, gehe ich auf 200. Wenn wir 200 schaffen sollten, wäre das schon echt heftig für den Turm. Come on. Stronger Weapons. Wir können nochmal ein paar neue Waffen holen. Hol nochmal Ultra Jug. Spirit of the Forest. Big. Tech Zone. Nehme ich auch mit. Und Bomb Blitz. Und wir haben Paragons! Godly! Es gibt Godly-Upgrades! Wir haben Paragon-Upgrade! Goliath Doomship! Okay, das nehme ich. Das nehme ich. Das ist ja überkrass. Oh mein Gott, wir haben einfach Paragon gespawnt. Und als nächstes können wir auf. Druid of the Jungle ist irgendwie schlecht, oder? Ja, komm, wir gehen nochmal Druid of the Jungle. Warum nicht? Wir haben einfach einen Paragon. Hat der eine Fähigkeit? Nee, hat er nicht. Aber er fliegt die ganze Zeit und macht die ganze Zeit Ultra-Damage. Okay, wir springen auf Runde 199. Auf 200. Wir müssen das jetzt schaffen. Mit dem Paragon schaffen wir das safe. Mit dem Paragon müssen wir das schaffen. Ich hole nochmal zwei letzte Upgrades. Churchill und nochmal Super Brittle. Vielleicht stackt das, keine Ahnung. Und ein Upgrade noch, dann haben wir alles über 100.000. Also Fähigkeiten nicht, aber ich habe gelesen, dass Fähigkeiten-Spam das Game übel zum Laggen bringen. Und das will ich nicht. So, First, come on, macht gut Damage. So, ein Upgrade noch. Come on. Das letzte Upgrade. Superstorm oder Moab Domination? Superstorm. Superstorm zum Zurückhauen. Okay, come on. Come on, come on, come on, come on. Das muss klappen. Das muss klappen. Ich mach mal kurz Accessibility runter, dass wir hier wirklich alles sehen. Ich mache auf 25%. Okay. Der müsste jetzt kaputt gehen und der wird. Oh, Superstorm war wichtig, weil Superstorm hat direkt die DDTs zurückgehauen. Jetzt müssen wir nur den hinteren kaputt kriegen und dann haben wir Runde 200 auch geschafft. Come on. Come on, come on, come on, come on, come on. Leider, unser Ray of Doom ist ein bisschen, der schießt ein bisschen in die falsche Richtung, aber der Rest ist auf jeden Fall am Treffen. Come on. Geh kaputt. Okay, nice. Er wurde zurückgehauen. Ich glaube, wir haben es. Ich glaube, wir haben Runde 200 geschafft, Leute. Wir haben Runde 200 geschafft. Ich teste jetzt einfach nur noch so fürs Wissen, ob wir Runde 250 schaffen würden. Aber ich bin schon zufrieden. Also, wir haben Runde 200 geschafft. Das ist alles, was ich mir bei dem Mod hier gewünscht habe. Runde 200 zu schaffen reicht auf jeden Fall. Oder dem Paragon hätten wir das niemals geschafft.
Jetzt Runde 250 oder so, ihr seht's, es ist dann auch einfach irgendwann zu viel. Man macht auch nicht mehr genug Geld, das glaube ich, dass man die ganze Zeit upgraden kann. Also, vielleicht, wenn man die ganze Zeit... Vielleicht mache ich mal einen Livestream, wo ich so weit spiele, wie es geht mit diesem Mod. Ja, Game Over. Leute, das soll's gewesen sein mit dem neuen Upgrade zum Ancient Monkey. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, ist kostenlos. Wir sehen uns morgen wieder. Vielen Dank für den Support. Haut rein und ciao.